der verließ entnervt den Ring. Und der Champion, der hieß Enrico Kehl. Bislang sicherlich der größte Erfolg für Enrico Kehl. 22 Jahre wird er hier angegeben, aber nach meinen Berechnungen ist er 23 Jahre, sein Kampfname The Hurricane. Und da will er hier zeigen, warum er diesen Namen trägt. War natürlich auch viele Fans. Kommt ja aus der Hessen-Region und kämpft hier natürlich vor einem Publikum, das Kehl-affin ist, haben wir eben schon gehört, bei seinem älteren Bruder Juri. Enrico ist Linkshänder, steht also hier in der Rechtsauslage mit dem rechten Fuß und der rechten Schulter vorne. Er ihm übermittelt hat. Enrico Kehl stand ja eben auch schon in der Ecke seines Bruders Juri. Man kämpft, da will man besonders gut aussehen, da will man es besonders gut machen und auf keinen Fall verlieren. Und das will auch Enrico Kehl heute im Duell gegen Hu Yafei. Ah, das ist gutes, technisch sauberes Kickboxen, was Enrico Kehl zeigt. Auch er schnelle Übergänge vom Boxen zum Kicken und wieder zurück. Das ist das, was einen guten Fighter ausmacht. Nur dann ist man unberechenbar und schwer einzuschätzen. Ah, der Chinese hat sicherlich auch immer mal eine Faust drin. Aber in diesen ersten 3 Minuten gefällt mir Enrico Kehl entschieden besser. Hat mehr gemacht und mehr gepunktet. Hier nochmal schöne Kombination auf der Innenbahn durchgekommen und dann gleich versucht, das Knie reinzuziehen an den Körper des Chinesen. Hier direkt gekommen mit dem Knie. Sauber gemacht, kombiniert mit den Fäusten. Also das ist sauberes Kämpfen von Enrico Kehl. Round number two. Kampfrekord von Enrico Kehl. 36 Siege, 7 Niederlagen. Da hat er natürlich eine deutlich bessere Ausbeute als sein chinesischer Gegner. Der bringt es auf 10 Siege und 9 Niederlagen. Aber das ist hier eben auch nicht so wie im Boxen, wo eine Niederlage gleich bei vielen Kämpfern schon der Untergang bedeutet. Hier wird sehr häufig gegen gleich gute, gleich starke Gegner gekämpft, auf gleichem Niveau. Und da kann es eben auch passieren, dass man, wenn man oft gegen gute Leute kämpft, eben auch mal die ein oder andere Niederlage einstecken muss. Kehl marschiert, setzt den Chinesen unter Druck, der ist in der Rückwärtsbewegung und sieht sich weiter konfrontiert mit den gut vorgetragenen Angriffen des Deutschen. Oh, dieser Kick dürfte ein bisschen zu tief gewesen sein.
Gute Stimmung hier in der Fraport Arena. Der gebürtige Hesse, der behauptet sich hier gut gegen den chinesischen Kontrahenten und hat ihn die meiste Zeit dieses Kampfs gut im Griff. Nach wie vor schnelle, gute Kombination. Immer wieder der Wechsel. Faust, Kick, Kick, Faust, also Fuß und Faust wird hier bestens eingesetzt. Variables Kickboxen von Enrico Kehl. Das natürlich durfte man auch erwarten von dem Deutschen, der hier einen schönen Kick aus der Drehung gezeigt hat. Und seine Überlegenheit demonstriert. Zweite Runde auch mit klaren Vorteilen für Enrico Kehl. Der hat seinen Gegner im Griff. Und das war der Mann, der behauptet hat, er kennt alle Geheimnisse und gewinnt hier zu 100%. Also bislang sieht es nicht danach aus. Aber eine Runde steht ja noch aus hier in diesem Duell zwischen Hu Yafei und Enrico Kehl. Schöne Serie hier. Gut abgeschlossen, rechtzeitig rausgegangen. Und dieser Kick, klasse aus der Drehung. Gut getroffen, technisch sauber gemacht von Enrico Kehl. Das zeigt, über welch gutes technisches Repertoire der Deutsche verfügt. Auch Hu Yafei kickt nicht so gut wie Enrico Kehl, der das wirkungsvoller tut und viel schneller umschaltet vom Kicken wieder aufs Boxen und umgekehrt. Das ist die Stärke des Deutschen. Und da ist er für den Chinesen nur sehr schwer auszurechnen. Gute Boxarbeit hier. Immer wenn der Chinese denkt, es kommt ein Kick an, dann fliegen die Fäuste und umgekehrt. Hu Yafei konnte sich bislang hier zu keinem Zeitpunkt auf Enrico Kehl einstellen. Und er arbeitet gut weiter. Könnte seinen Vorsprung jetzt auch verwalten. Aber das ist nicht die Sache von Enrico Kehl. Der will den Zuschauern natürlich hier was zeigen. Das hat er ja eben im Interview auch angekündigt. Kehl arbeitet gut weiter, setzt den Chinesen unter Druck. Ah, der müsste hier nochmal zur großen Gegenoffensive ausholen, so wie er vorhin getönt hat im Interview. Aber das wird wohl nichts mehr. Er muss aufpassen, dass er hier nicht gleich auf die Bretter geht. Kehl mit klasse Vorstellung von Enrico Kehl. Er gewinnt diesen Superfight. Setzt sich hier sicher, klar, eindeutig durch gegen Hu Yafei aus China. Der hatte nicht den Hauch einer Chance. Und gibt hier alle drei Runden ab gegen einen guten Enrico Kehl. Und dafür gibt es den Gürtel der WFMC.
Sie haben nicht versucht, an den Kopf zu kicken, sondern nur auf den Körper. Ich habe Ihnen doch gesagt, Chinesen vertragen am Körper nicht so viel, aber haben einen starken Kopf. Da sind die wie Steine. Technisch gab es einen großen Unterschied zwischen ihnen. Ja, ganz sicher. Ich habe auch zu Hause gekämpft. Ich wollte nicht das Risiko eingehen, ihn unbedingt auszunocken. Ich wollte den Zuschauern aber einfach einen guten, sauberen Kampf zeigen. Ich hoffe und glaube, dass sie einen ganz guten technischen Kampf gesehen haben. Jaffa hat mir gesagt, dass er sicher sei, gegen sie zu gewinnen, weil sie vor 2 Monaten in China gekämpft haben. Er hat mit ihrem Gegner gesprochen, um alle Infos zu bekommen, um sie zu besiegen. Aber ich glaube, das hat er nicht richtig verstanden. Das hat er wohl nicht so richtig begriffen. Das war klar mein Sieg. Wie auch immer, herzlichen Glückwunsch. Der Gürtel ist bei Ihnen und hoffentlich sehen wir Sie bald im Ring wieder. Ja, wir sehen uns bald wieder im Fight Club.